Jetzt geht es mal um Fiesmann, Wärmepumpen, Lobbyismus, Politik und wie schnell sich manche Vermutungen bewahrheiten. Sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens, und ich bin ja ein Fan von dem Wall Street Journal und lese dort gerne immer wieder auch Artikel, wie zum Beispiel diesen hier, über den ich erst heute gestolpert bin. Carrier nears deal with German industrial manufacturer Fiesmann. Ja, für 13 Milliarden Dollar soll Fiesmann übernommen werden von Carrier Global. Das ist ein großer US-amerikanischer börsengelisteter Konzern. Und dann lese ich so diesen Artikel und lese und lese, und dann irgendwann fängt es so an zu schimmern und zu rattern in meinem Kopf. Und ich denke mir so, warte mal, Fiesmann, warte mal, den Namen, den habe ich doch irgendwo gerade gehört. Sag mal, wo habe ich denn diesen Namen nochmal gehört? Ah, richtig, bei Anne Will. Da ist doch dieser Name häufiger gefallen, oder? Nee, das kann doch nicht sein. Wissen Sie was? Hören wir doch einmal nochmal kurz rein. Stellen wir haben Mangel in diesem Jahr. Warum dann jetzt mit der Brechstange? Sie wissen, dass es die Preise treibt. Sie wissen, dass Mangel ist. Sie sagen es selber. Und dann machen Sie mit der Brechstange. Die deutsche Heizungsindustrie hat mir auf der Leitmesse in Frankfurt gesagt: Frau Geiwitz, wir investieren Milliarden. Bosch investiert Milliarden, Fiesmann, alle anderen. Weil wir, wenn wir nicht aufpassen, wird die deutsche, sehr leistungsstarke Heizungsindustrie verdrängt von asiatischen Wärmepumpenherstellern. Ah ja, Fiesmann. Also das Unternehmen, welches zusammen mit Bosch und den anderen deutschen Unternehmen Frau Geiwitz so ausdrücklich erklärt hat, bitte, bitte, bitte machen Sie jetzt wegen unserer Planungssicherheit unbedingt dieses GEG-Gesetz und den Zwang für die Wärmepumpen in Deutschland zum 01.01.2024. Das ist ganz wichtig, weil wir haben die ganzen internationalen Großkonzerne und chinesischen Unternehmen und so und die Amerikaner, die mit uns konkurrieren, die hier uns angreifen wollen. Und deswegen brauchen wir jetzt unsere Investitionssicherheit, damit wir hier operieren können. Und Frau Geiwitz hat sich hier also komplett einfach von denen ja auf den Arm nehmen lassen, weil die einzige Investitionssicherheit, die man hier anscheinend gesucht hat, ist die von Carrier Global. Also ich kann hier den Wärmepumpenlobbyisten von Fiesmann nur gratulieren. Die haben perfekte Arbeit geleistet, haben jetzt perfekt diesen Deal hier auch vorbereitet, weil sie natürlich auch genau wussten, dass, wenn sie es schaffen, quasi die Wärmepumpen per Gesetz verpflichtend zu machen in Deutschland und die Nachfrage dadurch politisch gefördert massiv anzutreiben, dass natürlich den Verkaufswert von diesen 13 Milliarden Dollar schön nach oben kickt. Also ich kann nur hoffen, dass man hier auch eine ordentliche Provision vereinbart hat, hier von den Fiesmann-Lobbyisten, dass man jetzt hier von Carrier auch schön entschädigt wird. Und da kann man nur sagen, super gemacht, Jungs. Ich hoffe, ihr lasst die Sektkorken knallen, weil da habt ihr wirklich jetzt ganze Arbeit geleistet. Das Problem natürlich für die deutsche Politik und für die gesamte Argumentationskette von Frau Geiwitz ist natürlich, dass hier das alles sich jetzt in Luft aufgelöst hat. Weil genau diesen Konzern, den sie ja in Deutschland eigentlich helfen wollte, hat sie jetzt nur dadurch geholfen, dass der Unternehmenswert nach oben ging, die dadurch jetzt schön ausgecasht haben und die Gewinne in Zukunft nach Amerika laufen. Und das ist mal wieder sinnbildlich für die deutsche Situation aktuell. Wir sind zwar Produktionsweltmeister und wir arbeiten schön fleißig und so, aber es ist, wie damals Karl Marx gesagt hat, der Transfer von Arbeit in Besitz und der Transfer von Wohlstand in die USA. Weil wir Deutschen, wir sind zwar mit einem BIP pro Kopf von über 50.000 Dollar richtig gut mit dabei. Das Problem ist, wir besitzen diese 51.000 Dollar, die wir erwirtschaften, immer weniger und weniger. Im DAX, also in den größten deutschen Unternehmen, ja, wo die größten 40 deutschen Unternehmen drin sind, da sind schon über die Hälfte aller Aktien im Besitz von ausländischen Investoren, weil die ausländischen Unternehmen und Institutionen natürlich wissen, wie produktiv und brav wir Deutschen halt für sie arbeiten. Also kaufen die sich nach und nach die Aktien und Unternehmen auf, ja, und wir arbeiten dann halt für die.
Also da kann man nur wirklich sagen, Glückwunsch hier an die Politik, habt ihr richtig gut gemacht an dieser Stelle. Und als Privatinvestor kann man natürlich an dieser Stelle nur wieder sagen, man höre nicht auf die Politik, man verlasse sich auch nicht auf die Politik, man bilde sich sein eigenes Vermögen, man verlasse sich auf die Art und Weise, wie es auf dem freien Markt funktioniert und man lerne daraus. Man muss selber anfangen, den Spieß umzudrehen. Wenn man sagt, Adidas und Bayer und all diese ganzen deutschen Unternehmen werden von ausländischen Unternehmen aufgekauft, naja, dann kann ich als Privatinvestor ja genauso gut auch Aktien von diesen US-amerikanischen Unternehmen kaufen. Und das ist die Art und Weise, wie man selber wiederum Vermögen aufbauen kann. Aber das ist ja mal wieder ein Paradebeispiel für perfekten Lobbyismus. Und ich fand das so lustig, dass diese Meldung so schnell jetzt hintereinander kommen und diese Vermutung, wie groß dieser Lobby-Einfluss hier war auf die ganzen Wärmepumpengesetze und so, sich so schnell also bewahrheitet, das hätte ich niemals gedacht.